Meine Lieben, willkommen zurück. Weiter geht's hier auf der Route 6. Das sind doch bestimmt Trainer hier, oder? Ja. Mein Fanfu ist das niedlichste der ganzen Welt. Ja, ich hätte es mir denken können. Ein Poké-Fan, der Laszlo, der will kämpfen. Und wir hoffen, dass er so gleich aufgeben wird. Notfalls zwingen wir ihn dazu. So. Das reicht bestimmt nicht, oder? Oder doch? Nein, natürlich nicht. Doof, aber egal. Huch. Ah, verdammt. Da heilt sich, aber egal. Hilft ihm auch nichts. So. Das war's. Und ich denke mal, den anderen lassen wir mal in Frieden. Friede sei mit dir. Und dann geht's hier mal weiter, die wilde Fahrt. Die Route 6 entlang, verdammt. Na egal. Und die Musik ist wirklich schmissig. Und in sich stimmig. Radfratz Level 13. Ist ja auch cool. Einfach mal aus Spaß angreifen. Wir sind Pokémon-Quäler von Beruf. So. Ja. Hat's auch vollgebracht jetzt. Gamepad, lauf nach rechts. Dankeschön. Ach Mann. Momentchen mal. Was haben wir denn da? Die Straße zum Kraftwerk bleibt gesperrt, bis das Problem gelöst wurde. Okay. Problem im Kraftwerk. Okay, okay, okay. Gar nicht gut. Da müssen wir wohl ran irgendwann, denn wir sind Klempner. Gut, also es geht nur hier weiter. Also, kommen wir an in Saffronia City. Okay. Du bist von Johto hergekommen? Wenn der Magnetzug läuft, bist du ganz schnell wieder zu Hause. Und der läuft wohl nicht, wie es aussieht. Gehen wir mal zuerst hier rein. Ins Pokécenter. Die Zentrale von Silvco und der Magnetzugbahnhof sind sehenswürdige Orte in Saffronia City. Okay. Wie sehen die Pokémon Center in Johto aus? Genauso wie hier. Oh, aha. Sie unterscheiden sich kaum von denen in Kanto. Ich kann also nach Johto gehen, ohne mich zu sorgen. Ja. Die hat echt Sorgen. Ich bin gerade durch den Felstunnel gekommen. Da war irgendetwas im Gange beim Kraftwerk. Haben wir auch schon gemerkt. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich mal unsere Pokémon heilen, auch wenn sie kaum, ja, verletzt sind. Aber ist total egal. Hauptsache eine Krankenschwester sehen. Und dann wieder raus. So, raus wollen wir hier nicht. Aus diesem wunderbaren Ort. Ach, Manu, du bist Gamepad, wirklich. Hier lebt ein kleines Mädchen, das hervorragend Menschen nachahmt. Sie imitiert sogar Menschen, mit denen sie sich gerade unterhält. Das ist sehr verwirrend. Tja. Auf jeden Fall ein sehr gutes Talent. Das ist die Silvco, berühmt für ihre Pokémon-Artikel.
Team Rocket wollte sie wegen dieser Waren für sich nutzen. Mal reinspazieren. Willkommen, das ist das Bürogebäude der Silvco. Und wir laufen mal gegen Tische und sonstige Theken. Nur das Personal hat Zutritt zu den oberen Geschossen. Aber da du nun schon mal da bist, gebe ich dir dieses hübsche Souvenir. Verdammt. Tasche voll, gar nicht gut. Ach, das gibt's doch gar nicht hier. Das ist so doof. Nach unten. Manu. So, geht doch. Wir benutzen mal, ja, was eigentlich? Tja. So. Ach so, geht gar nicht. Na, ganz toll. Tja. Dann eben so. Nein, verdammt. Dann geben wir es einfach mal. Dann geben wir das Zauber. So. Manu. So kann man auch eine Folge umbekommen. Einfach mal 5 Minuten lang in den Items rumspielen. So. Super auf jeden Fall. Und dann mal raus hier. So. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch einen Typen. In Vertania City gibt es ein Haus für Trainer. Dort treffen sich Trainer der ganzen Welt. Ist doch wieder ein Bug hier, oder? Es ist gerade nachts. Und gerade eben war es hier Tag und jetzt auch immer Nacht. Wo ist der Sinn? Tja. Auch egal. Meine Tochter macht gerne Menschen nach. Dieses Hobby hat ihr den Spitznamen Nachahmerin eingebracht. Toll. Meine Tochter ist sehr ich-bezogen. Sie hat nur wenige Freunde. Wo ist denn die? Hier oben. Huh? Hi, magst du Pokémon? Nein, ich frage dich. Was? Du bist komisch. Hm? Das Nachahmen aufgeben? Aber das ist meine liebste Beschäftigung. Tja. Dann halt nicht. Versuch was wert. Als Super Nanny hier Licht ins Dunkel zu bringen, zu helfen. Aber dieser Fall war einfach zu schwer. Magnetzug, Bahnhof. Der Magnetzug ist mit modernster Technik ausgestattet und erreicht dadurch die Nutzung von Elektrizität und Magneten unglaubliche Geschwindigkeit. Ohne Elektrizität allerdings, ja, läuft da wohl gar nichts. Es tut mir leid, aber der Magnetzug ist im Moment nicht in Betrieb. Oh nö, wie doof. So. Was sagst du hier? Über unsere Stadt wurde mal im Radio berichtet. Es ist schön, dass für deine Stadt geworben wird. Aber es ist auch ein bisschen peinlich. Warum das denn? Golden schimmernde Stadt des Handels. Okay. Haben wir hier noch irgendwas zu begutachten?
ging zur Pokémon Arena, weil ich unbedingt kämpfen wollte. Wie sich herausstellte, bin ich ausgerechnet in der verlassenen Arena gelandet. War mir das peinlich. Okay. Wie ich höre, braut sich da etwas im Kraftwerk zusammen. Ja. Habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Lavandia ist ein großer Radioturm. Ich möchte noch stärker werden, aber das bin ich noch nicht. Kannst du mir zeigen, wie man stärker wird? Nö, keine Lust. So, was hat er jetzt anzubieten? Hyperwelle, okay. Farbtränke. Ja gut, aber momentan brauche ich nicht so wirklich. Ich hoffe mal, dass die Arena nicht leer ist. Dass er jetzt nicht diese Arena hier meint. Der Fritz hier. Mal schauen. Können wir hier rein? Ein Champ in Spe. Ein Trainer deines Kalibers braucht sicher keine Anweisung, wie mit Psycho-Pokémon umzugehen ist, nicht wahr? Ich erwarte Großes von dir. Viel Glück! Das werden wir brauchen. Psycho-Pokémon. Da haben wir nichts im Team, was da jetzt sehr effektiv ist. Doof. Aber ich hoffe mal, dass wir dennoch einigermaßen gut abschneiden werden hier. Gab es nicht mal irgendwie einen Weg, den man sich merken kann? Ja, keine Ahnung. Psychische Stärke ist die Kraft deiner Seele. Okay. Das sehe ich ganz genauso. Der Frederik möchte kämpfen. Ein Kadabra, okay. Aua. Es wird ein bisschen wehtun, aber... Verdammt, ja, super. Und... Na, immerhin. Wir greifen ihn an. Und er geht auch down. Also es gab hier auf jeden Fall einen Weg, den man sich relativ leicht merken konnte, aber... Keine Ahnung. Mal nach Bauchgefühl gehen. Hehehe, ich habe es deutlich vor mir. Ich kann in deine Seele blicken. It's magic. Die Tante Daphne will kämpfen. Ein Fleckmon. Okay, doof. Hoffentlich geht's down. Und. Ja. Gott sei Dank. Gut, als nächstes kommt ein Lamus. Da muss Ultrigaria mal ran, wenn mein Gamepad auch wollen würde. So. Und dann mal Rucki Zucki. So. Und dann sollte es das gewesen sein. Und nö. Tja, doof. Sehr effektiv, natürlich. Das heißt, wir sind nicht ganz down, aber naja.
besiegt auf jeden Fall. Und dann mal weiter hier rumirren in der Arena. Ja, keine Ahnung. Oh, Moment. Wir sind richtig, wie es aussieht. Cool. Ist ja gut gegangen. Dann werde ich mal sagen, beim nächsten Mal der Fight gegen Sandra, oder wie sie heißt. Der Psychotante. Also, ihr dürft gespannt sein, bin ich auch. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, macht's gut.